Alright guys, today we're going to be reacting to a video that was recommended in one of the emails that some of you guys sent me. We're going to just keep reacting to these miniature Wonderlands pieces. Very, I have to say guys, you guys really knock it out of the park with these miniature. I mean, this is beautiful. This is a great piece of art. Beautiful. It's one of those things that is very close to a Disney World kind of level of complexity. Very excited. We're just gonna jump in and see what's going on here. Let's go. Hat endlich sein neues Zuhause. Ihr wisst ja, hier stand unsere alte Speicherstadt. Wir waren nicht mehr so ganz zufrieden. Also haben wir unser wichtiges Zuhause ganz neu gebaut und es ist jetzt fertig. Ihr seht heute spektakuläre Bilder von der Entstehung, aber auch wie es geworden ist mit ganz neuen Kameraperspektiven. Freut euch auf dieses Update. Vorher aber ein anderes Thema. Einige von euch kennen vielleicht diesen Hoodie. Ein Einzelstück. Vor 2 Jahren hat mir meine Frau das zu Weihnachten geschenkt, weil ich Franzbrötchen so sehr liebe. Und den habe ich seitdem ganz oft getragen. Und nach jedem Film oder TV-Auftritt haben sich ganz viele von euch gemeldet, wo gibt's das Teil? Wir fanden das natürlich ganz toll, aber irgendwann haben wir uns hingesetzt und gesagt, Mensch, wenn so viele fragen, wollen wir den nicht vielleicht doch produzieren lassen? Und dann haben wir überlegt, soll es ein Einzelstück bleiben oder nicht? Wir haben jetzt entschieden, nein, wir wollen ganz viele Leute glücklich machen. Diesen Franzbrötchen-Hoodie gibt's ab jetzt zu kaufen, denn meine Frau hat mit unserer Schwägerin zusammen in Indien eine kleine Näherei gefunden, die ganz nachhaltig produziert und die sind jetzt eingetroffen. Verschiedene Farben, verschiedene Größen. Macht euch selbst eine große Freude oder beschenkt jemanden zu Weihnachten. Ich liebe das Teil so sehr und ich bin mir sicher, ihr liebt es auch. Jetzt aber zu unserem Update. Schaut selbst, lehnt euch zurück. Fantastische Bilder warten auf euch. Viel Spaß dabei. Okay. That's beautiful. Look at that. Wow. Copyright. That's some in the background. Oh yes. And this forward because I'm gonna get copyright. Hamburg-Abschnitt, die Speicherstadt, ist endlich aus der Werkstatt oben in die Anlage gewandert. Der liebe Manuel und die liebe Tanja haben das eingebaut. Ich habe in der Zeit Urlaub gehabt und komme also wieder und stelle fest, die Speicherstadt steht nicht mehr in der Werkstatt, sondern ist jetzt endlich eingebaut. Sehr schönes Ergebnis. Eins meiner persönlichen Highlights, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber nach dem Einbau ist, wie schön hier die, das kann man jetzt, könnt ihr nicht sehen, das muss ich ganz klein machen, sind die Übergänge von der alten Anlagenkante da vorne und hier hinten auch, wie schön glatt das geworden ist und dass es in einer Flucht ist. Das sind so Sachen, das kannst du halt im Vorfeld so nicht so genau sagen, dass man die Frage, wie gut habe ich das Aufmaß gemacht, wie gut passt das nachher rein. Ich weiß nicht, wie viel Hassel ihr damit hattet, das so schön einzubauen, kannst du ja mal sagen? Eigentlich gar keinen. Wir haben da einmal gesägt und dann hat es eigentlich schon ziemlich gut gepasst. Ja. Du hast sehr gut vorgearbeitet. Ach, schön. Wir haben sehr schön gemessen. Wir hatten große Angst, als es in der Werkstatt stand, dass das da nicht reinpasst, weil es da schon sehr groß wirkte. Also wir haben einmal nachgesägt und dann war das Ding eigentlich drin. Sehr schön. Ja, das ist ja eine Arbeit, die ganz am Anfang steht und das war die ganze Zeit ja, wie so ein Damoklesschwert über mir, ob das denn wirklich alles stimmt. Weil du hast genau diesen Sprung von unten aus der Werkstatt hier oben in die Anlage. Das ist immer... I cannot believe that, man. That's probably not days or weeks or months. All that recording... Also sieht größenverhältnismäßig ganz, ganz merkwürdig aus. Wenn du sowas am Platz hast, dann scheint es irgendwie riesig. Und wenn du dann hier guckst, ob das alles richtig ist, dann stellst du fest, irgendwie, nee, das sieht hier viel zu groß aus. Das passt nie in die Anlage. Und deswegen bin ich umso froher, dass das jetzt alles so seinen Platz gefunden hat und genau stimmt. Der Hauptpunkt ist da bei der Detaillierung, da muss man sich natürlich ordentlich Mühe geben, weil der Besucher an sich, wenn er das anguckt, hat natürlich den direkten Vergleich. Der kommt ja aus der Speicherstadt, also hier den Weg zum Wunderland, hat das vielleicht noch vor Augen oder nimmt sich vor, wenn er das hier angeschaut hat, das mal mit der Realität so abzugleichen, zu gucken, naja, wie viel Mühe haben die sich denn gegeben? Und das war für uns natürlich so ein bisschen Ansporn, zu sagen, da gucken wir aber ganz genau hin. Und man wird feststellen bei den einzelnen Speichern, die sind alle unterschiedlich, so gleich sie aussehen. Das war für mich auch neu. Also das war mir vorher nicht so bewusst, wie unterschiedlich diese Speicher sind und wie unterschiedlich detailreich und ausgeschmückt die sind. Vor allem hier Block E hat uns ja eigentlich, das war unsere Gemeinschaftsarbeit, du hast das gezeichnet und geplant, ich habe es dann zusammengebaut und gefärbt und das ist eigentlich auch so mit mein Lieblingsspeicher. Muss ich auch sagen, also auch so von der... Even the detail, the construction worker, right? See, this is where the details... This is where they say that God is in the details and the devil is in the details, right? This is the thing right here. I never thought they were going to put some construction worker in the building. That's detail. Und hier. Ja.
ist der halt super. Auch weil der noch nicht so krass renoviert ist wie manche andere Speicher. So, der hat noch so alte Patina, da läuft so das Wasser runter und diese ganzen Sachen. Oder auch diese Steinmuster, es ist ja alles schön verschmoddert. Es ist Wahnsinn, ja. Wir haben das mal im Programm ausrechnen lassen. Wir haben insgesamt 3300 Meter allein an Fugen. Also diese ganzen Fugen von den Ziegeln sind in der Länge zusammengelegt. 3,3 Kilometer, das ist ja schon eine ganz schöne Strecke. Das ist ungefähr von hier bis zu mir nach Hause, ist die Fräse also gefahren, wenn man so will. Ja, aber im Grunde genommen, am Ende würde ich sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil auch diese ganzen glasierten Ziegel und so, das muss ja alles passen. Und das funktioniert nur, wenn man auch beim Zeichnen schon darauf achtet, dass das Ziegelmuster halt Einfluss auf das ganze Haus. Folks, I want to know how accurate the subtitle is. Making sense, whatever they say is making sense. You guys have to tell me. In a scale of 1 to 10, let's put it in a scale of 1 to 100%. How accurate those subtitles are. Or the subtitles. Platz wir haben, da haben wir auch drüber nachgedacht, wie stellt man das eigentlich dar? Was ist eigentlich so das Markante an der Speicherstadt? Und da sind wir uns super schnell einig geworden eigentlich. What's going on with her? She's looking at like, what am I supposed to do? You're supposed to be here in the camera and talk to us about the miniature. Come on, keep it focused. Ich glaube, das kam auch so ein bisschen aus deiner Ecke, diese Ansicht vom Wasserschloss da vorne, also dass das ja so. Das ist halt ein super bekanntes Motiv. Das fliegt einem immer um die Ohren, so wenn man in Hamburg ist, in irgendwelchen Zeitschriften oder an irgendwelchen Werbeplakaten oder so. Und das machen auch viele Touristen, dieses Foto. So haben wir gesagt, okay, die Hauptsichtseite soll also dieses Fotomotiv darstellen. Darüber hinaus ist es natürlich dann ganz schön in der Speicherstadt, dass man halt so vermeintlich generische Speicher hat. So kann man das alles so ein bisschen zusammenschieben und trotzdem stimmt irgendwie die Logik. Also die Anordnung der Gebäude ist je nach Sichtseite irgendwie logisch und immer noch korrekt. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut rausgefummelt. Vorne sind auch noch 30 cm zugekommen, also ein bisschen tiefer konnten wir werden. Und diese Hauptsichtachse, also das funktioniert sehr gut, glaube ich. Ich finde auch einfach den Blick über die Dächer echt extrem schön. Ja. Wir haben ja das Wunderland im Wunderland und im Wunderland und im Wunderland. Also, wenn man hier reinschaut, dann sieht man ja einen Teil unserer Anlage, unter anderem auch das Wunderland. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man auch, dass in diesem Wunderland nochmal ein Wunderland ist. Es gibt eine Platine, die ich mit der gleichen Folie beklebt habe, wie auch die Formel-1-Strecke beklebt ist.
Da habe ich Landschaft drauf modelliert und damit da mehr Leben auf der Platine ist, sind da Häuser noch drauf gekommen, die ich gefärbt habe und manche davon. So she was part of this. So she's the one that they showed in the video, working on the miniatures. Huh. Okay. Wurden auch beleuchtet. Es soll einen Tag-Nacht-Rhythmus im Wunderland geben und dann müssen natürlich auch Häuser auf der Anlage angehen und beleuchtet werden. Und as a reactor, one of the things that we hate, man, is just the music in the background, because you know we cannot monetize the video. But if you only hear my voice, I mean that I just put a mute in the at the background. So, Diskussion will ich das nicht nennen, aber schon verschiedene Ansätze, wie man das Wasser zu gestalten hat. It's not only doing, I guess, the buildings, right? Just to make sure that in the inside, the lights and everything, they're not obvious, right? Everything, make sure that everything works perfectly. Ob das ein blau wird, wie wir das immer so gerne machen, oder ob das braun wird wie in echt. Wir haben uns dann entschieden, das zu machen wie in echt, also braunes Wasser. Dann ging es darum, naja, also wenn man rausguckt, da sind ja immer kleine Wellen drauf, der Wind geht dir so durch die Flete. Das wollen wir natürlich auch nachstellen. Da war so ein bisschen die Frage, wir haben so Stempel, mit denen wir immer in das aushärtende Epoxy quasi Wellen einstempeln. Das ist aber so schwierig in diesem Fall, weil die Flähte relativ eng sind und du kommst da nicht so gut an die Kanten und so, kannst das nicht so gut machen. Und auch der Detailgrad hat uns da nicht so ganz gut gefallen. Bei großen Flächen funktioniert das wunderbar, aber bei diesen kleinen Flächen war uns das irgendwie so ein bisschen grob, sagen wir mal. Und ja, da haben wir uns überlegt, wie können wir es machen. Wir haben dann als allererstes eine ganz normale Schicht von dem Epoxidharz reingegossen, 3 mm, wie wir das immer so machen. Haben das aber nicht gestempelt, sondern haben gesagt, okay, wir gucken, wie wir das hinkriegen mit den Wellen, machen noch eine dünne Schicht und pusten die irgendwie in Form und haben dann dieses Wellenspiel. Wir haben dann einen Test gemacht mit einem UV-aushärtenden Kleber. Der hat gut funktioniert, die konnten wir dann aber im Nachhinein nicht mehr reproduzieren. Das heißt, wir hatten eine Lösung, haben das alles dahingehend vorbereitet und haben festgestellt, es geht so gar nicht. Und da muss ich sagen, da ist mir so ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen, weil auf einmal dann Wasser gegossen war, aber nur platt und das sah nicht schön aus, weil du hattest dann halt eine Spiegelung in dem Wasser, was genauso scharf war wie die Speicherstadt oben. Und ich wollte gerne diesen Unterschied zwischen dieser Spiegelung in den Wellen, die so unscharf ist, und diesem Scharfen nach oben hin. Wir haben dann Material gefunden und das ist ein Harz geworden. That's the idea, right? You don't want to have like a boom, plain reflection of the water. You want some uneven reflection. Epoxidharz, was auch UV-aushärtend ist, was man dann mit einer UV-Lampe aushärten kann. Das konnte man dann in Form pusten, konnte man dann mit der UV-Lampe aushärten, aber das war dann immer noch nicht glashart und wir haben das dann letzten Endes in die Sonne gestellt, um das komplett auszuhärten. Das geht zum Glück bei dem Ding. Das ist leider nichts, was wir dann auf die Gesamtanlage übertragen können. Hierfür hat das gut funktioniert und es ist gut ausgegangen. Nun, Tanja, sag doch mal. Wir gehen jetzt in den holländischen Prog und trinken ein Bier. Und wie könnte das ungefähr aussehen? See, that's the, there you go, that's what I'm talking about. See, it looks very, just much better. But that was with the blower. That was with the blower, that's it. Was für ein schönes Abschlussbild, oder? Wunderschön geworden. Ich bin stolz wie Oscar. Wir stehen hier selbst als Team oft davor und sagen, jetzt ist es unser Zuhause. Ich weiß nicht, wie ihr davor stehen werdet, ob ihr diese ganzen Details entdecken werdet. Man kann hier eigentlich alleine an dieser Ecke eine Viertelstunde verbringen. Bin ich gespannt drauf, wie ihr es wahrnehmen werdet.
Auf jeden Fall ist die Zeit, wo man gemütlich ein Bierchen draußen trinken kann, jetzt vielleicht vorbei. Jetzt wird es dunkel und kalt, aber die schöne Weihnachtszeit kommt. Wir hoffen, dass ihr sie ganz so genießt. Wir werden euch mit ein paar Filmchen natürlich begleiten und wünschen euch das Allerbeste für diese jetzt ja eigentlich sehr schöne, romantische, winterliche Zeit. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. You know what I'm thinking? I think we need more of this. You know what I'm saying? Like, I think we all need more this kind of inspiration, right? Like we need something like this. We might have to go back a couple hundred years ago artistically. Cause this is inspirational, right? This is people really looking at where they live and they allowing the experience to just give them inspiration just to make this. But we need more than this. We need more. This is good. No, more of this. That's it. We need more. We need to go back to that earthy inspiration, right? Very good job. Wow, I enjoyed it. I enjoyed it. Let me know what you guys think in the comment section below, and I will see you in the next one. I'm out.